Ich zeige dir heute, wie du Autotune in Logic Pro X machen kannst, und zwar mit Logics internen Bordmitteln. Außerdem zeige ich dir, wie du schon einen recht guten modernen Pop-Vocal-Sound hinbekommen kannst, wenn du die Funktion Flex Pitch mit Logics Autotune-Plugin kombinierst. Los geht's! Ich rede nicht lange um den heißen Brei, wir hören gleich mal in das Beispiel rein, damit du hörst, um was es geht. Und diese Vocalspur möchte ich dann mit Logics internem Autotune-Plugin, wenn man es so nennen kann, bearbeiten, mit dem Plugin Pitch Correction. Also lassen wir das mal laufen. Und ich, wir beide, zusammen waren wir von Anfang an ein unschlagbares Team. Du warst der hellste Stern in meinem Horizont. Okay, das hat sie jetzt ganz schnell eingesungen und ich habe ihr auch gesagt, sie soll ein paar falsche Töne mit reinpacken, wenn es geht, aber sie ist eine professionelle Sängerin und sie kann, sie hat Probleme gehabt, wirklich was falsch zu singen, aber das kann man jetzt trotzdem zeigen. Also, wir öffnen jetzt Logics Autotune Plugin, ich nenne es einfach mal so, und das ist nennt sich Pitch Correction in Logic. Und ich bin übrigens immer wieder erstaunt, wie gut oder was für gute Ergebnisse du mit diesem Plugin erzielen kannst und wie nah du doch an wesentlich teurere Plugins hier rankommst mit Pitch Correction von Logic hier. Also das Plugin ist denkbar einfach aufgebaut. Wichtig ist, dass du hier oben den Root Key eingibst, also die Tonart oder Kirchentonart, in der das Stück ist. Du brauchst nicht unbedingt Musiktheorie zu wissen, du kannst auch einfach rumprobieren, das machen wir gleich mal. Und gleich wird dann noch wichtig, dieser Response-Schieberegler hier. Ich kann jetzt hier einfach versuchen, das Plugin mitlaufen zu lassen. Das ist jetzt schon aktiv. Und wenn ich jetzt die falsche Tonart auswähle, dann hört sich das natürlich zunächst mal gruselig an. Und deswegen machen wir das nur ganz kurz zu Demonstrationszwecken. Und ich, wir beide, zusammen waren wir von Anfang an ein unschlagbares Team. Du warst der hellste Stern in meinem Horizont. Okay, du weißt, was ich meine. Also, das hört sich falsch an und deswegen müssen wir jetzt versuchen, die richtige Tonart zunächst mal zu finden. Du kannst jetzt hier einfach rumspielen, solange bis du die richtige findest, oder wenn du ein bisschen Ahnung hast oder ein MIDI-Keyboard spielen kannst, können wir das auch schnell suchen. Ich weiß, dass es in C ist zumindest mal, und jetzt suchen wir die richtige Tonart raus. Ich hole mir hier einfach ein Piano, gleich das erste, das wir hier haben. Nur, dass ich dir mal kurz zeige, wie du das raussuchen kannst. Ich habe hier mein Piano. Und jetzt spiele ich einfach mal ein bisschen mit, was sie so singt, um das rauszufinden. Hellste Stern in meinem Horizont, mein Ein und Alles. Du bist es noch, doch liegt unsere Liebe nicht verschont. Okay, das klingt für mich stark nach C-Moll natürlich. Das nehme ich jetzt einfach mal, ja. Wir haben hier also C-Moll natürlich. Wo ist denn das hier? Das ist hier Natural Minor Scale, genau, also die hier. Okay, jetzt stimmt ja hier ihre Vocals drauf. Und ich, wir beide, zusammen waren wir von Anfang an ein unschlagbares Team. Das passt gut, sie hat jetzt auch nicht viele falsche Töne gesungen. Jetzt kannst du hier noch einzelne Noten sperren oder freischalten, das braucht man in der Regel aber nicht. Und wenn du jetzt möchtest, dass diese Stimmung, dass die ein bisschen offensichtlicher wird, wie das gerne in modernen Vocalproduktionen gemacht wird, dann ziehst du hier einfach die Response-Zeit runter und dann wirst du hören, dass es wesentlich deutlicher und offensichtlicher ist, diese Pitch Correction. Hellste Stern in meinem Horizont, mein Ein und Alles. Du bist es noch. Okay, jetzt schwankt das so ein bisschen rum und er stimmt das sehr offensichtlich. Das ist ganz gut, wenn du diese offensichtliche Pitch Correction möchtest. Das macht man ja in modernen Pop-Vocals ganz gerne so. Was jetzt aber richtig cool ist und wie du diesen Effekt noch besser machen kannst und noch genauer arbeiten kannst in Logic Pro X, ist, wenn du Pitch Correction mit der Funktion Flex Pitch kombinierst. Und auch das probieren wir mal aus. Ich mache jetzt zunächst mal Pitch Correction aus. Du gehst hier auf doppelklickst hier auf die Region. Und dann gehen wir hier auf Flex, Flex aktivieren, Flex-Modus. In diesem Fall wollen wir Flex-Pitch. Und das sieht jetzt so ein bisschen so ähnlich aus wie Melodyne
für Arme, sage ich jetzt mal. Ist bös gesagt, aber ist ein bisschen so. Du siehst ja also jede Note einzeln repräsentiert und du kannst das hier über verschiedene, gibt es verschiedene Parameter, wie du die Noten manipulieren kannst. Du kannst sie verschieben. So ähnlich wie in Melodyne und nicht ganz so ausgefuchst. Und was man jetzt machen kann, um die Vocals noch ein bisschen künstlicher erscheinen zu lassen, was bei modernen Vocalproduktionen gerne gemacht wird, ist, indem ich sie einfach platt mache, indem ich ihr das Vibrato entziehe. Zunächst mal mache ich es aber auch so, dass ich hier C-Moll einstelle, also natürliches Moll, dass wir hier die gleiche Tonart haben. Jetzt springt er schon rum, ein paar Sachen hat er jetzt falsch eingestellt, da müsste ich jetzt nachstellen, weil das auch nicht immer richtig hinhaut. Aber mir geht es jetzt hauptsächlich darum, dir zu zeigen, was passiert, wenn ich das Vibrato ihr entziehe. Dann wird die Stimme, bekommt die Stimme so ein bisschen so einen künstlichen Touch. Ich ziehe es mal komplett raus, ich mache die Stimme jetzt komplett platt. Du und ich, wir beide, zusammen waren wir von Anfang an ein unschlagbares Team. Du warst der hellste Stern in meinem Ja, er hat jetzt die Stimme, er hat ein paar Noten jetzt nicht ganz richtig gemacht, so wie sie es vorher gesungen hat, aber nur um dir zu zeigen, hier entsteht dieser künstliche, sehr, sehr flache Effekt. Den könnte man jetzt auch zum Beispiel nur drunter mischen, unter die normale Stimme, die man natürlich lässt. Jetzt probieren wir mal die Melodie über Flex Pitch direkt zu manipulieren. Einmal, bevor mein Herz zerbricht. Ich könnte jetzt zum Beispiel die Melodie schon manipulieren, indem ich ganze Töne einfach verschiebe, ja, indem ich die Melodie jetzt hier verändere. Und zwar, sie singt hier Herz zerbricht. Und ich möchte jetzt die Melodie manipulieren, indem ich einfach einen anderen Ton nehme. Ja, jetzt habe ich die Melodie komplett verändert. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir können auch mal probieren, manuell hier so einen Triller einzubauen, wie du es oft in modernen Pop-Vocal-Produktionen hörst. Und zwar nehme ich dazu mein Schneidewerkzeug. Das ist das hier, das habe ich mir als Rechtsklick-Tool hier angelegt. Und ich zerschneide einfach mal die Noten jetzt hier in 32. Und jetzt probiere ich mal, ich habe es vorher nicht probiert. Und hören wir hier nochmal. Zum Beispiel so. Ich probiere mal jetzt hier so ein, ich habe jetzt hier so einen Schlenker einfach willkürlich eingebaut. Okay, es war jetzt nicht genau. Vielleicht probieren wir es mal andersrum. Gehen hier nach oben. Nochmal so rum. Wenn wir jetzt die nach unten schieben, muss es passen. Okay, da kann man sich jetzt noch genauer damit befassen natürlich. Aber so kannst du jetzt mit Pitch Correction und Flex Pitch in Verbindung ganz interessante Ergebnisse erzielen, wenn die so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Hören wir jetzt einfach mal rein, vielleicht hier noch ab dem zweiten Teil. Okay, das ist natürlich nicht perfekt, aber so kannst du arbeiten. Und wenn du dich für Flex Pitch interessierst, also für diese Funktion hier, da habe ich ein Video extra dazu gemacht. Das kannst du dir anschauen, indem du jetzt hier draufklickst. Das ist das Flex Pitch Tool, mit den ganzen Parametern nochmal genauer erklärt. Wenn du insgesamt effektiver in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Die kannst du dir runterladen, indem du unten auf den ersten Kommentar klickst. Da habe ich das als PDF angehängt. Wenn dir es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar und wir sehen uns wieder beim nächsten Tutorial und zwar schon bald. Bis dann!